Ich denke, wenn die Menschen in ein paar Jahrzehnten zurückblicken, werden sie sich an die Covid-Krise erinnern, dass dies der Moment war, in dem alles digital wurde und alles überwacht wurde, dass wir uns damit einverstanden erklärten, ständig überwacht zu werden, nicht nur in autoritären Regimen, sondern sogar in Demokratien. Und vielleicht am wichtigsten, dass dies der Moment war, in dem die Überwachung begann, unter die Haut zu gehen, weil wir wirklich noch nichts gesehen haben. Ich denke, dass der große Prozess, der gerade stattfindet, die Welt ist, die Menschen zu hacken, die Fähigkeit, Menschen zu hacken, um tief zu verstehen, was in einem vorgeht, was einen antreibt. Die wichtigsten Daten sind dabei nicht, was sie lesen, wen sie treffen und was sie kaufen, sondern was in ihrem Körper vorgeht. Wir haben diese beiden großen Revolutionen, die Informatikrevolution oder die Infotech-Revolution und die Revolution in den Biowissenschaften, noch getrennt. Aber sie sind dabei zu verschmelzen. Ich würde sagen, sie verschmelzen um den biometrischen Sensor herum. Das ist das Ding, das Gerät, die Technologie, die biologischen Daten in digitale Daten umwandelt, die von Computern analysiert werden können, und die Möglichkeit, Menschen wirklich unter die Haut zu schauen, ist der größte Gamechanger von allen. Denn das ist der Schlüssel, um Menschen besser kennenzulernen, als sie sich selbst kennen. Ich gebe oft das Beispiel aus meinem eigenen Leben, dass ich erst mit 21 Jahren erkannt habe, dass ich schwul bin. Ich denke immer wieder an die Zeit, als ich 15, 16 war. Wie konnte ich das nur übersehen? Etwas so Wichtiges an mir hätte offensichtlich sein müssen, aber ich wusste es nicht. Heute oder in 5 oder 10 Jahren wäre jeder Algorithmus von Microsoft oder Amazon oder der Regierung in der Lage, so etwas zu wissen, wenn ich 12 oder 13 bin. Einfach indem er überwacht, was in meinem Körper passiert, was mit meinen Augen passiert. Sagen wir, ich sehe einen Jungen und ein Mädchen am Strand laufen. Worauf konzentrieren sich meine Augen? Das ist die entscheidende Revolution. Und Covid ist entscheidend, denn dadurch werden die Menschen überzeugt, die totale biometrische Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren. Wenn wir diese Epidemie stoppen wollen, müssen wir nicht nur die Menschen überwachen, sondern auch das, was unter der Haut passiert, ihre Körpertemperatur. Als wir hier hereinkamen, mussten wir uns einem Körpertemperaturtest unterziehen. Wir haben wieder Vertrauen zu unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde. Ich hab schon kapiert, so läuft also der Hase.